So, machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Stahl repariert, kann man nicht sagen, aber so hingetan, dass hier doch wieder ein bisschen was drin ist. Der kommt jetzt hinterher, also, weil das war komplett leergesaugt, die Kiste. Ne? Also die Robis haben alles rausgezerrt und da oben kam gar nichts mehr an. Die Fabrik konnte überhaupt nicht mehr arbeiten. Aber gut, das wird jetzt auch etwas besser gleich, weil mein AKW gleich auch fertig ist. Also nicht mein AKW, nicht mein Kernkraftwerk, sondern der Reaktor. Also die ersten, wie viel habe ich festgelegt, dass er stoppen soll? Bei 50, glaube ich, ja. Weil das war jetzt einfach pervers, weil das halt knapp 250 Stahlträger pro Stück gekostet hat. Ich meine, das ist schon was anderes, ne? Ich glaube, 100 Stahlträger kostet die Zentrifuge und das ist schon viel. 50 Stahlträger nur. Also das ist schon krass, da hat es richtig Stahl weggezerrt. Hier oben hat es jetzt auch alles mögliche weggezerrt. Ich bin gerade noch dabei, Unicomp herzustellen, also Unicomp A2. Hier über die Cimutari Structure. Die haben noch ein bisschen was drin. Und ich ziehe mir das gerade runter. Warum? Wir machen hier bei Yoki jetzt ein bisschen weiter. Weil Stahl muss ich jetzt erstmal alles wieder aufbauen lassen und was, das passt schon. So, Yoki. Hab mir hier oben die Chips anfordern lassen. Da sind jetzt viel zu viele drin. Hab die halt mal als zweites jetzt rein. Na, ich hatte ja schon die besseren drin. Diese schwarzen Chips, die I286 oder was. Und das hier sind die M68K. Und die habe ich jetzt auch rein. Jetzt muss ich erstmal warten, bis der das alles wieder aufsteckt, ne? Weil das ist natürlich jetzt auch gerade grausam. Ich habe die Hälfte eben rausgezogen, jetzt muss er erstmal wieder hinterherkommen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, die Fabrik hier aufzurüsten auch. Hier genauso. Und vielleicht wäre es da auch mal eine gute Idee, die Greifarme zu verbessern. Aber ich glaube, das dauert eh ein bisschen. 4 Sekunden, ja. Also da kommen die eigentlich so auch hinterher mit den leichteren Greifarmen. Passt. Aber vielleicht kommen die so ein bisschen schneller hinterher. Ich wünsche euch Spaß. So. Ich muss jetzt einiges hier rausziehen von Hand immer und muss es hier in Anbieterkisten stecken. Ich habe da nicht dran gedacht. Habe da irgendwie falsch gedacht oder gar nicht gedacht, weiß ich nicht. Habe keine Ausgänge freigelassen. Ne? Also ich habe hier alles reingeführt, wunderbar, aber jetzt sind keine Ausgänge mehr frei, um die fertigen Sachen rauszuholen. Tudum. Also sollte man vielleicht nicht tun. Was soll's. Hier oben möchte ich dann jetzt gern diesen... den da herstellen. Und vielleicht auch den da. Nee, den nicht. Den da. IT-Station, die ist es, glaube ich, die noch besser ist. Die baue ich auch noch für irgendwas. Aber ich glaube, die verbesserte Stromverteilung muss ich auch raustun, weil ich die sowieso noch für irgendwas brauche. Sonst habe ich nämlich wieder dasselbe Problem wie vorhin. Naja gut, das schauen wir mal. Dann brauche ich Wired Capacitor Komponente, die muss ich rausziehen. Aus dem Produktionsgebäude. Damit ich UPS-Stromrad herstellen kann. Und Fluxkompensator. Die sind wichtig. Ich denke, ansonsten war es das. Ja, passt schon. Tiny, ich mache bis jetzt nur den Tiny, ne? Genau, die Small habe ich eh noch nicht. Genau, weil ich noch kein umgewandeltes Unicomp habe. Ach, ja, da war ja was. Deswegen sind wir überhaupt da hinterher. Gut, also Unicomp herholen. Damit wir hier mal weitermachen können. Zack. Ich würde es vielleicht sogar hier nochmal teilen. Vielleicht kann man es noch irgendwo hinbringen dann oder was. Maybe mit einem blauen dann, dass man hier durchkommt, weil sonst hat man hier immer eine Verbindung. Ne? Entweder mit dem oder mit dem, das geht natürlich nicht. Aber mit dem blauen geht es vielleicht irgendwie. Also mit dem Express dann, ne? Nicht schnelles, sondern Express. Gut. So. Hier müsste es stimmen, dass es reingeht. Dann. So, da brauchen wir natürlich einen Filterarm. Stapel, weiß ich nicht, Stapel eigentlich nicht. Ein ganz normaler Filter, da müsste da reichen. Ah, der hat keinen Strom, das kriegt man gleich hin. Du filterst mir bitte raus den Chip, den blauen Chip. Strom kriegst du sofort, mach mal keinen Stress, Junge. So, jetzt hast du Strom. Ich wünsche dir Spaß. So, dann kommt der Quatsch hier rein, oder? Nö, hier nicht. Aber hier. Ja. So, da oben. Kommt Unicomp rein, das stimmt sogar. Das werden wir mal teilen. Und dann führen wir das erste nach unten. Aber nicht damit. Das wird nichts. Okay, aber mit dem roten. Da haben wir nämlich auch keine rote Verbindung. So, runter. Dann rüber. So, jetzt zieht es natürlich oben gerade alles leer, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Unicomp her, Stahlträger ist da, das ist da.
So, um das Ding herzustellen, brauche ich jetzt noch den leitfähigen Draht. Den habe ich aber hier schon irgendwo. Da. Ah, da ist er ja. Hier. Okay, wunderbar. Führen wir hier rein. Leitfähigen Draht braucht es 6 Stück. Und dann brauche es meinetwegen ja, 14 Stahlträger. Machen wir also die Stahlträger hier mit rein. So, Stahlträger auch hier rein. So, dann das Unicom hier runter. Den Chip, den teilen wir auch. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas bauen müsste damit. Müssen wir mal schauen. Aber hier nicht vergessen, dass wir eben auch ein bisschen Ausgang haben müssen. Also wir werden demnächst hier Schluss machen. Tatsächlich. Damit wir wenigstens hier oben 3-4 Ausgänge übrig behalten. Also wir können noch maximal eine Sache hier drin herstellen. Wir stellen jetzt auf jeden Fall den Mast her. Na? Der sowieso schon mal geil ist, der ist schon mal besser als alle anderen, die ich bis jetzt habe. Auch die Dreier und so, die kommen da nicht mit. Und dann gibt es ja noch die hier, die AET-Station. Area Effect Energy Transmission. Ja. Energie direkt aus der Steckdose. Ja. Oder direkt vom Stecker oder wie auch immer. Ja. Energy von the Power Plug. Ja. Kabelreich hatte 64 und Versorgungsbereich 64x64. Wenn das nicht pervers ist, dann weiß ich auch nicht, was pervers ist. Da kommt nicht mal ein Akku mit. Akkus müssen wir übrigens auch noch produzieren. Ganz reguläre. Haben wir festgestellt wegen dem hier. Also Umspannwerk, so rum. Entschuldigung, Umspannwerk. Das meine ich. Nicht Akku. Akku interessiert mich nicht. Aber die ganz regulären Umspannwerke brauchen wir. Kupfer, Stahl und erweiterte Schalter. Oh, ich weiß, wo ich die baue. Oben, wo man auch... das KKW gerade aufbauen und was und die Zentrifugen. Da können wir das machen. Gut, jetzt erstmal weiter hier. Zack, wir wollen das hier reinbringen. Komme ich da noch durch? Auch wenn das dann, ja, ich kann ja da drüber laufen, ist ja scheißegal. Wunderbar. So, mach was draus. Bring's rein. Unicom. Jetzt wird's gruselig. Egal, mach. Schön ist was anderes. So, okay. Jetzt zieht es mir draußen natürlich die Kiste leer. Ja gut, dann soll es so sein. Das ist mir jetzt auch egal. Wir hätten hier vielleicht, Moment, weiß nicht, muss ich hier noch irgendwas bauen? Was kostet denn die da? Die braucht ihr erstmal die verbesserte, dann brauchst du den Leitfähigen Draht genauso. Und ansonsten brauchst du die Sachen, die ich hier noch nicht habe, die ich aber hier reintun könnte. Ist okay, den würde ich noch hier machen, vielleicht sogar. Den Mast, aber mehr glatt nicht mehr, weil das geht nicht. Ich krieg es nicht mehr unter. Funktioniert nicht. Aber ich habe trotzdem genug Platz gespart. Ne? Vielleicht eine Sache noch, aber mehr nicht mehr. Gut, also bräuchte ich hier jetzt noch den anderen Chip. Der können wir dann praktisch von hier reinbringen, wenn es sein muss. Brauche ich ansonsten was für den? Leitfähigen Draht. Also müsste ich den leitfähigen Draht auf jeden Fall teilen. Stahl an sich gerade gar nicht, sehe ich. Alles andere ist was anderes. Tatsächlich. Okay, und Tekanic Science, die füge ich von Hand zu. Oder habe ich hier irgendwo eine? Nee, ich glaube, hier ist keine Verbindung davon. Blöd. Was habe ich denn hier gebaut überhaupt? Ach, die ja, etwas besseren Yoki-Kraftwerke, die auch nicht unbedingt so... Der Brüller sind. Hier sind, ja genau, hier sind die erweiterten Maschinenrahmen und die Basismaschinenrahmen. Habe ich mal ein paar von genommen. Ja, jeweils so 300 passt. Ja gut, legen wir los. Das heißt, wir müssen eigentlich nur das hier teilen. Auch recht. Weil mehr als die zwei Masten machen wir hier drin. Wie gesagt, nicht. Weil das sonst immer wieder schief geht. Und was sind das? Nee, ich hab da keinen... Hä? Richtig rum bitte, Mann. Ich habe da keinen Nerv dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Okay, jetzt können wir also den Mast herstellen. Machen wir zwei Fabriken, die das machen. Würde ich sagen, gehen wir hoch. Wie gesagt, wir sparen jetzt hier nicht unbedingt Platz, aber das ist nicht schlimm. Wir könnten Yooki-Fabriken nehmen, aber normale reichen auch. So. Du dahin, du eins weiter von mir aus. Das dauert 3 Sekunden, das ist relativ schnell. Relativ schnell. Wir müssen nach dem gucken, oh Gott, der dauert auch 3 Sekunden. Aber braucht 14 Stahlträger, also das ist gerade ein bisschen viel. Da würde ich also tatsächlich einen schnellen ranmachen. Stapel muss nicht sein, aber einen schnellen. Das muss aber dann ein langer, schneller sein, du Nasenbär. So,
Das andere, da kann ein ganz normaler Rand, das ist okay. So, dann machst du das Zeug raus und bringst das praktisch hier erstmal in eine Kiste, die wir dann gleich weiterverarbeiten können. Weil ja dann die Kiste, das Inhalt von der Kiste, brauchen wir dann auch für den nächstbesseren. Gut, wunderbar. Den wir erstmal vergessen können, klar. Aber es muss geplant werden, dass wir das machen wollen, können, sollen. So, dann hätte ich gerne, dass ihr hier diesen Strommast herstellt. Ich wünsche euch Spaß. Jetzt brauche ich natürlich wieder Stahl, aber gut, ist dann mal so. So, jetzt macht ihr erstmal das rein. Das ist natürlich schon mal schlecht. So, das heißt bitte beides natürlich reinmachen. Ne? Da geht es dann mit Strommast. Gut, schön, das produziert. Jetzt kümmern wir uns erstmal kurz um was anderes, wo ich auch schon angefangen habe. Und zwar, sieht man hier unten, habe ich reines Kupfer. Es wird bereitgestellt. Ich gucke da gleich nochmal nach, muss da nochmal prüfen. Hier würde ich vielleicht fast noch was reintun. Das ist grausam, ey. Ich saug mir gerade echt alles leer. Ja, das wird einfach von hier rausgezogen, ist klar. Würde ich allerdings sogar mal über schnellere Bänder oder irgendwas Schnelleres generell machen. Ich würde da mal die alle gegen schnelle langsam austauschen. Auch die Bänder über unter anderem. Müssen wir natürlich auch dann den Teiler beschleunigen, sonst wird die ganze Geschichte nichts. Und das Unterirdische müssten wir auch beschleunigen. So. Zack. So, dann kommt es da raus. Ist hier noch genug Platz? Ja, hier ist noch genug Platz. Das ist okay, ihr könnt weitermachen. Weil der saugt hier alles leer. Das ist pervers. Ja, die sind halt einfach nicht schneller. Die Washer sind, wie sie sind. Wir könnten höchstens eins machen und da als eins der ersten Projekte, die wir haben, mal ein reines Geschwindigkeitsmodul reinmachen. Muss mich noch ein bisschen mit Modulen befassen dann. Das wäre echt mal eine Idee. Weil das ist echt ein bisschen lahm. Muss ich sagen. Gut, stapelt sich aber gerade wieder, ist so in Ordnung. Innen merkt man schon deutlich, dass sich stapelt. Alles gut. So, hier sind 3,6 Grad für das Kupferzeug. Hier oben habe ich ja schon von Anfang an die UC-Pellets hingesteckt. Und wenn ich das beide zusammenführe, dann kriege ich einen Geschossmantel, also eine Hülse. Ja. Wunderbar. Machen wir doch. Wird in der Presse gemacht. Ach, Stichwort Elektropresse. Ich brauche noch den Chip. Ja, jetzt habe ich den gerade alle abgelegt. Ne? Okay, der Filter ist 1000, also kann ich mir eigentlich rotzfrech ein bisschen was hier rausnehmen. So, jetzt habe ich 500 von den Chips, jetzt kann ich nämlich loslegen. So, weil Dorotal Structure, Basismodell und so weiter habe ich alles. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nochmal, dann machen wir die alle weg. Machen wir sie am besten alle weg, wir brauchen nur noch elektrische. Kann sein, dass mir jetzt mal alles wegzieht, was ich hier gerade hatte. Das muss ich mir dann halt neu holen, das ist dann so. Von mir aus. So, weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann hätte ich noch die 3. So. Wunderbar. Jetzt habe ich überhaupt keine Basismaschinenrahmen mehr, die ich eigentlich haben wollte, wegen der Geschütze. Es geht aber trotzdem noch. Ich kann immer noch über 50 machen, das ist gut. Dann machen wir uns gleich mal so Geschütze. Also Maudlin waren die ganz regulären und die Broodman waren dann die mit der größeren Reichweite etwas langsame Feuergeschwindigkeit, dafür etwas schneller. Etwas schwerere Wirkung. 125% Schaden. Und die haben halt nur 80%. Also plus jeweils, ne? Plus. Der hat also das Doppelte von Schaden und er macht das Doppelte von Schaden auch aus dieser Munition hier, die ich herstellen will. Krakon. Und die hat schon einen geilen Schaden. Besser als meine jetzigen Panzerbrechner, ne? Weil 10 plus 4, 6 zusätzlich 4 plus 2. Wir sind also bei 16 plus 6 sind 22. Und die hier machen, ja okay, 8 plus 4 sind 12, plus 3 sind 15, ja okay, aber 16. 16 Schaden macht die hier. Also ist schon besser, die Krakon-Munition. Vor allem haben sie halt, es sind 50er Magazine, das ist halt das Geile, ne? Und das hier ist ja bloß eine 10er oder so. Ja, genau. 10er Magazingröße. Das sieht man auch, wenn man hier drauf geht, dann Magazingröße 10, ja. Na, also das fetzt schon. So, weiter. Das heißt, wir brauchen da oben eine Anforderungskiste. Das steht ja richtig als Scheiße alles gerade, sehe ich. Das ist ja voll klasse. Also hier wäre der erste Eingang. Hier ist der Abstand. Und dann kommt hier die Kiste hin. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da auch was hinkriegen. Das wäre mir schon ganz lieb. So, fürs Erste brauche ich nichts außer einen filternden, weil das ist voll in Ordnung. Ach, scheiße.
Warte mal. Bringt mir zwar nicht ganz viel, reicht nämlich trotzdem nicht. Ja, ich muss es so machen. Aber egal. Ein bisschen was bringt's. Ist in Ordnung. Das hier können wir ja vielleicht sogar ein bisschen anders. Ja, die Lampe hat dann auf jeden Fall keinen Kontakt. Egal. Scheiß auf die Lampe. Die stellen wir gleich ein bisschen anders hin. Wo war die jetzt? Eine moderne habe ich sowieso bloß noch übrig. Wieso nur eine? Komisch. Ah, da wird sich vorbereitet auf den Stream. Mhm. Oh ja, ist 20 Uhr gleich. Ich wollte eventuell mal reinschauen dann. Ja, können wir dann machen. So, ihr fordert jetzt an reines Kupfer. So, meinetwegen bis 500 reicht ja vollkommen. Oder bis 300 reicht sogar. Das müsst ihr erstmal verarbeiten. Und du gehst dann da rein. So, das heißt, deine Whitelist beträgt reines Kupfer. So, müsste geliefert werden. Eigentlich dauert halt ein bisschen. So. Zack. Und da ist eine Verbindung, nur noch kommt noch nichts rein. Gut, das werden wir mal trennen, glaube ich, trotzdem. Weil was war da noch so? Das ist, ich weiß jetzt nicht mehr alles ganz genau. Das war voll witzig. Also die Säure-Munition brauche ich nicht zwingend. Die ist mir zu blöd. Hohlspitz-Munition. Richtig gut, weil nicht echt nur die Krakon. Die hat 12, plus 7, noch was. Die hat, oh, die scheint gut zu sein. Explosiv, aber sie ist halt explosiv. Und so, ach so, außer Explosionsschaden hat sie gar nichts. Das ist nicht so sinnig. Die hat Gift. Nee, ist auch nicht so der Brüller. Und die hat großkalibrige Munition. Ist zwar toll. Ich überlege gerade, ist toll. Ist das toll? Das ist gar nicht schlecht. 10 plus 6 elektrisch. Aber ja, dann nur 2 plus 1. Dann sind wir bei 16, bei 17, bei 8. Knapp 18. Das ist nicht so gut wie die Krakon. Kopf aus Krakon gemacht. Durchlöchert jeden Beißer der Wurm ganz einfach. Ja. Wir werden das herstellen. Round Metal Case ist sowieso was völlig anderes. Genau. Das ist nämlich das dann. For special and difficult to use ammunition tips. Ja, und auch die hier. Ich weiß nicht mit der Artillerie, in welche Kanone ich die klatschen kann. Ob die auch in meine normalen, regulären Artilleriekanonen dann gehen, das wäre natürlich witzig. Aber soweit habe ich noch gar nicht geforscht. Da bin ich gerade erst dabei. Ich stehe jetzt davor, den Panzer zu forschen. Dann könnte ich nämlich auch das andere machen. Gut, also wenn wir jetzt eh nur Krakon machen, dann brauchen wir reines Eisen noch. Aber ansonsten, nö. Aufgebautes FC, okay, das kriege ich rein und Geschossmantel. Nee, lohnt sich nicht. Mache ich nicht. Brauche ich nicht trennen. Oder mache ich hier mehr drin? Achso, warte mal. Hier mache ich vielleicht mehr drin. Wir trennen es mal. Okay. So, und dann gucken wir uns aber trotzdem noch, dass wir noch praktisch auch Ding anfordern. Nicht nur das, sondern eben auch reines Eisen, was noch nirgendwo ist. Das muss ich erst noch rausbringen. Also draußen ist es ja, aber halt, es wird noch nicht geliefert oder was? Es kann auch nicht geliefert werden, weil eben nicht da ist, ne? Darum ging es. Jetzt war die Frage, dass das nicht sinnvoll ist, sehe ich gerade. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Kann man das ein bisschen anders machen? Das muss man sogar sehr viel anders machen. Es ist zwar jetzt nervig, aber ja. Muss ich dann irgendwie so machen. Ist ja voll doof. So reicht's nicht, ne? Scheiße. Da müssten wir eigentlich schon fast einen anderen Strommast hinstellen, aber naja, egal. Streiten wir uns nicht. Also, das heißt, du gehst mal hier hin. Einfach so jetzt, so, bumm. Viel Spaß. Vielleicht brauche ich euch noch irgendwo, weiß ich noch nicht. Und du machst hier genauso eine Anbieterkiste. Zack. Und da stopfst du rein. Das kann von mir aus ein schneller sein. So, das heißt, wir müssen ihn nochmal korrigieren. So. Tut mir leid, wir müssen nochmal rein. Ja. Kümmern wir uns jetzt ein bisschen um Yoki. Das ist auch wichtig. Was geht aber hier eigentlich? Ja, aber ich würde sagen, mach du mal einen schnellen. Mach du auch mal schnell. Dann machen wir bitte mal hier einen schnelles. Voll. Dann machen wir hier schnell. Zack. Und dann machen wir die ganz normalen Bänder schnell. So. Gut, dann geht das Ganze besser. Saugt natürlich jetzt dann hier, was heißt saugt, ballert das jetzt wieder voll hier. Ist aber nicht schlimm, weil das war voll. Das war auf 12k oder 13k, das ist Maximum. Mehr ging gar nicht rein. Das war bei Kupfer noch nicht der Fall. Das war noch nicht voll, das wurde immer verbraucht.
Weil ich das reine Kupfer eben, glaube ich, auch hier irgendwo brauche. Ja klar, genau hier unten. Beim Wired Capacitor. Na gut. Okay, jetzt ist die Frage, wie weit ist denn der hier? Das können wir leicht vergessen, wenn wir noch warten. Das hilft alles nichts. Na gut. So blöd wie es ist, kann ich euch jetzt nicht viel mehr zeigen. Das kommt jetzt alles an. Das wird jetzt rausgefiltert auch und wird abgeholt, nämlich ganz schwer an. Jawohl. Genau, wird abgeholt. Wunderbar. Sollen sie mal abholen. Dann kann ich nämlich weitermachen. Dann fangen wir jetzt an. Erstmal den Gürtel. Nicht den Gürtel, sondern eben das Geschosshülse. Dann brauche ich dann noch Eisen da drin, habe ich schon. Und aufgebrochenes FC, das Pulver, das Gelbe. Gut, oh, mir zieht es gerade das Eisen weg. Ich bin zu weit gelaufen, ich Idiot. Das gelbe Pulver ist hier. Habe ich da irgendwo einen... Ja, natürlich nicht. Irgendwie mal einen Teiler rein, dass ich da noch was rausholen kann. Dass ich es irgendwo noch mal trennen kann. Habe ich natürlich nicht. Nö, warum auch? Das wäre ja langweilig. Manchmal bin ich schon echt klug. Und das schreibt mein KLOK. Okay. Aber ich kann Folgendes tun. Da ich jetzt bescheuert das gelbe Pulver da drin habe. Komm, nimm. So, viel Spaß. Weil das brauche ich ja nicht. Das ist ja was ich nicht gebrauchen kann. Das ist ja sinnlos, das im Inventar rumzuschleppen. Darf ich? Nee, darf ich nicht. Fick dich doch. Darf ich das? Das darf ich. Gut. Bis hier komme ich gar nicht, aber bis hier geht. Und dann würde ich es einfach der Geschwindigkeit halber so machen. Warum nicht? So, jetzt saugt es mir also gleich mein gelbes Pulver leer, was natürlich auch nicht so das ganz sinnig ist, aber okay. So, das Eisen müssen wir jetzt noch rausziehen. Auch das können wir, glaube ich, mit einem ganz regulären oder nahezu regulären. Ja, das braucht zwei, das reicht einfach ein filternder Greifarm, weil ein filternder Greifarm ist immer auch schnell. Ne? Er muss ja eh ein filternder sein, sonst macht er ja irgendwelchen Scheiß. So. Nimmst das und deine Whitelist ist bitte reines Eisen. Ich wünsche dir Spaß. Gut. Reines Eisen und reines Kupfer bin ich mir aber echt nicht sicher, ob ich das nicht trennen sollte. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Es schadet nichts. Wir machen es jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, aber egal, wir machen es. Einfach, weil wir es können. So. Gut, dann hier hätte ich gerne ein Gebäude. Und da kommt jetzt vor allem erstmal rein Kupfer und der Quatsch hier. Zack. Das muss, glaube ich, sogar zu gleichen Teilen rein. Ist das soweit korrekt? Das ist so. Okay, also das heißt Kupfer ziehen wir erstmal nach unten. Hey, hey, hey. Der ist ein Butthead, ja? Hey, hey, hey. Scheiße. Egal, machen wir so. Warum hier die Lücke? Vielleicht muss ich noch irgendwas durchführen. Schauen wir. Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Ja, so ganz bestimmt, aber so vielleicht. So. Muss ich hier nochmal? Nö. Weil hier brauchen wir das nicht mehr. Was wir hier danach brauchen, dann ist das reine Eisen und das aufgebrochene FC. Und das ist eben meine Hauptmunition für Yooki dann. Oder generell meine Hauptmunition, weil die einfach geil ist. So. Gut. Das machen wir also jetzt schon. Gib mir das. Machen wir so Geschosshülsen, drei Fabriken, würde ich sagen. Schnelle Arme, weiß ich nicht. Wie lange dauert denn das? 2 Sekunden? Nö. Ein ganz normaler Arm reicht. Ich glaube, die sind nicht so lahm. Also, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht sicher. So. Wie gesagt, alles über Pufferkisten. Klar könnte man die rausführen, aber das macht ja hier keinen Sinn, weil den Geschossmantel brauche ich ja irgendwo hier drin. Aber wir hatten das Thema, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann war denn das, Mensch? Ach, das geht nur in der Presse.
So viel dazu. Wie groß ist die? Ach, das passt ja trotzdem wunderbar. Super. Ich habe schon Angst gehabt, dass das nicht passt, aber das geht wunderbar. Wenigstens ist es eine elektrische. Da brauche ich nicht noch Kohle reinführen. Und dann macht ihr das. Wenn es eine Pressaufgabe ist, ist auch recht. Dann presst es bitte. Ja, aber das sieht gut aus. Und dich würde ich konfigurieren, dass du bitte dein Offset so hast. Danke. Der kann mich schon gar nicht mehr arbeiten. So, das ist beschränkt jetzt hier. Gut. Passt. So, jetzt brauchen wir noch das gelbe Pulver. Ach, das habe ich ja schon hergeholt, ne? Da kommt's rein. Richtig. Das trennen wir auch mal. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich mache es einfach mal. Einfach, weil ich es kann. So, was kommt denn hier noch? Ja, können wir hier einfach rechts ran machen. So, weil mehr ist hier eh nicht mehr gefragt. Dann der kann notfalls irgendwie unterirdisch durch. Viel Spaß. So, wenn ich jetzt schaue, Krakon-Munition, Geschossmantel und aufgebautes FC wäre das, was am meisten gebraucht wird. Also müssen wir das so zusammenführen. So. Und dann kommt es hier praktisch drauf. Viel Spaß. So, das wäre jetzt so, wie es funktioniert dann. Dann kommt hier der nächste. So, und da können wir hier zwei Fabriken hinstellen für Krakon-Munition. Zwei reichen davon. Die dauern wie lange? Ja, die dauern sehr lange. Da reicht auf jeden Fall ein langsamer Arm. Das ist total egal. So und so. Dann, wo ist der andere? Da ist der lange. Ja, weil das ist ja total lahm. Wie lange das braucht, das ist ja der Hammer. Aber Hauptsache, ich kriege das automatisiert. Ob das schnell geht, ist egal. Bei Yooki, wie gesagt, ist mir sowieso völlig egal. Weil Yookis sind Sachen, die sind Bonus. Ja, die sind also wurscht. Es tut mir leid. Wenn ihr da auf Effizienz steht, ihr seid bei mir falsch. Ihr kriegt bei mir Unsinn geboten ohne Ende. Den könnt ihr bei mir sehen. Was Sinnvolles eher nicht. So, viel Spaß. So, die machen jetzt ihr Ding. Das dauert 20 Sekunden und die stellen aber her innerhalb 7 Geschossmantel innerhalb von 2 Sekunden. Also ich denke, das ist okay. Das dürfte nicht nachlassen hier. Es wäre aber vielleicht sinnvoll, die Fabriken kommen gar nicht hinterher, da einen schnellen Arm ranzubauen, sehe ich gerade. Na, bitteschön. Ja, da passt es auch. Ja, das sieht gut aus. Ach so, ja. Da kommt ja auch wieder was Bonusmäßiges raus. Müssen wir also so machen. Da kommt nämlich das Merchant Sign raus. Meine ersten Merchant Signs. So. Ersten Händlerabzeichen. Krakon-Munition ist incoming. Hier sammelt sich's, das stapelt sich, das geht wunderbar. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist mal nicht so lang. Munition, Aufbereitung und ansonsten Yooki jetzt wieder aufstapeln lassen, weil sonst einfach nichts mehr vorwärts geht. Gerne Bewertung da lassen, gerne Kommentar im nächsten Part. Bauen wir unsere Uranverarbeitung auf. Noch nicht das KKW, aber die Uranverarbeitung wäre schon.